Guten Abend, Brandenburg, und ganz herzlich willkommen am 29. Februar. Ein ganz besonderer Tag also heute. An meiner Seite Peter Wachsmann. Schönen guten Abend. Wir starten gleich in die neue Woche, unter anderem mit diesen Themen. Serienbrandstifter steht ab heute vor Gericht. Vorzeigehochschule feiert 25. Geburtstag. Und Frauenbodybuilding. Die deutsche Meisterin kommt aus Frankfurt. Angela Merkel ist fest von ihrer Linie in der Flüchtlingspolitik überzeugt. Das wurde gestern noch einmal sehr deutlich bei einem durchaus bemerkenswerten Auftritt der Kanzlerin in der Sendung von Anne Will. Trotz dieser klaren Worte von Angela Merkel, die Sorgen vieler Menschen hier bei uns, die bleiben. Die Angst, hinten runterzufallen, weil sich im Moment scheinbar alles nur noch um Flüchtlinge dreht, sie ist weit verbreitet. Aber was ist da dran? Werden Flüchtlinge und die Armen bei uns im Land tatsächlich gegeneinander ausgespielt? Andreas Behewe geht jetzt genau diesen Fragen nach. Dutzende von warmen Mittagessen werden hier Tag für Tag ausgegeben in der Suppenküche der Volkssolidarität in Potsdam. 2 Euro für einen warmen Mittagstisch für die Menschen hier, die wenig haben, ist das gerade noch so erschwinglich. Viele kommen mehrfach die Woche hierher. Der 63-jährige Gunter Höth ist seit 6 Jahren arbeitslos und froh, wenn er mal mit einem 1-Euro-Job die 600 Euro aufbessern kann, die er für Wohnung und Leben bekommt im Monat. Doch mit den vielen Flüchtlingen fürchtet er um diese Jobs. Ja, ein bisschen schwierig ist, aber wir wollen ja nur diese jungen Leute haben zum Arbeiten, aber nicht die alten Leute. Die vielen Flüchtlinge machen hier einigen Sorgen. Armut gibt es für sie auch so schon genug im Land. Ich denke, dass wir in Deutschland selber hier noch Leute haben, die einfach mal am Existenzminimum leben. Und das eigentlich auch ja nicht wollen, aber da irgendwo nicht rauskommen. Dass Sozialbedürftige die Gefahr sehen, gegen Flüchtlinge ausgespielt zu werden, das will SPD-Chef Gabriel verhindern und fordert mehr Hilfe für die einheimische Bevölkerung. Bundeskanzlerin Merkel betonte dagegen gestern Abend in der Sendung Anne Will, dass Flüchtlingshilfen nicht andere Sozialprojekte schmälern würden. Die SPD läge da falsch. Ich finde, die SPD und der Vorsitzende Herr Gabriel machen sich damit klein. Denn unsere ganze Legislaturperiode ist eine Legislaturperiode, wo wir viel für die Menschen in diesem Land gemacht haben. Wir haben nichts davon gekürzt, in Frage gestellt, sondern wir werden unsere Koalitionsvereinbarung weiter umsetzen. Der Staat aber müsse die Flüchtlingshilfe so ausstatten, so fordert die Volkssolidarität, dass es auch in Zukunft nicht zu Verteilungskämpfen kommt. In diesem Zusammenhang sei also noch mal erwähnt, dass es der Sache überhaupt nicht dienlich ist, wenn hier also versucht wird, einen Spalt zu treiben zwischen den jetzt Angekommenen und den sozial Benachteiligten, die es ohnehin gibt. Und insofern sehen wir die politische Verantwortung auch der Landesregierung darin, das nicht zuzulassen und notfalls also auch oder gegebenenfalls auch zusätzliche Mittel über die bis jetzt geplanten hinaus freizugeben. Die Spendenbereitschaft der Menschen im Land jedenfalls bleibt gleich, ob die Kleidung für Sozialbedürftige ist oder für Flüchtlinge. Ist ja auch eine schöne Nachricht. Der Feuerteufel von Küritz. Ein knappes Jahr lang jagten die Ermittler den Täter. 7 Brände soll der gelegt haben, eine beispiellose Serie. In einem Fall sogar, da explodierte ein LKW. Letzten August konnten die Küritzer dann aufatmen. Ein Mann wurde geschnappt und es stellte sich heraus, ja, der Feuerteufel, der ist gleichzeitig auch Feuerwehrmann. Heute stand er vor dem Landgericht in Neuruppin. Friedrich Hagt über den Prozess, den er für uns beobachtet. Er ist der Serienbrandstifter von Küritz, hat die Kleinstadt monatelang in Angst und Schrecken versetzt. Gleich zu Prozessbeginn legt der 31-Jährige ein Geständnis ab. 7 Brände hat der Lagerarbeiter 2014 und 2015 gelegt. Alle in stark alkoholisiertem Zustand und, wie er sagt, aus Frust über seine Arbeit. Bei den Bränden sind insgesamt 6 Kraftfahrzeuge beschädigt oder zerstört worden. Außerdem ein Bus, 2 Lkw, die Halle der Abfallannahmestelle in Küritz und auch das Dach eines Schuppens. In immer kürzeren Abständen schlägt der Brandstifter zu. Im Oktober 2014 die schwerste Tat. Hier, mitten in Küritz, zündet er einen Reisebus an. 2 daneben stehende Lkw gehen ebenfalls in Flammen auf. Einer von ihnen hat Gefahrgut geladen. Und dieser Gefahrgut-Lkw ist auch explodiert noch. Die ganzen Flaschen und
die gefährlichen Stoffe, was er drauf hatte, hat sich entzündet und ist detoniert. Wie durch ein Wunder kommt niemand zu Schaden. Auch weil die Fahrer nicht in ihren Schlafkabinen über dem Führerhaus übernachten. Die Stimmung war nicht schön. Das war alles, wer weiß, wann wir wieder rausfahren, wann wieder irgendwie ein Feuer geht. Man hat immer schon gezweifelt am Wochenende. Was wird dieses Wochenende wieder kommen? Kriegen wir wieder Überraschungen oder wird wieder irgendwo gezündet? Das war nicht schön. Für die ganze Bevölkerung der Stadt war es genauso. Als der Brandstifter endlich gefasst wird, der nächste Schock. Er ist schon seit Kindertagen Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, hat die Brände, die er gelegt hat, sogar mit gelöscht. Er war immer der Erste beim Einsatz und habe mir gleich gedacht, kann er gar nicht sein, wenn er als Ersten da ist. Aber zum Schluss stellt sich doch ganz anders aus. Jetzt drohen dem zündelnden Feuerwehrmann bis zu 15 Jahre Haft. Das Urteil soll am 8. März gesprochen werden. Ja, wir werden dann darüber berichten. Eine drohende Abschiebung sorgt mittlerweile bundesweit für Schlagzeilen. Sogar Till Schweiger hat sich eingeschaltet, Ministerpräsident Dietmar Woidke genauso. Wir haben darüber berichtet, über die neuesten Entwicklungen jetzt. Peter Wachsmann in den Kurzmeldungen. Die Stadt Potsdam prüft derzeit alle juristischen Möglichkeiten, um eine drohende Abschiebung des Fußballtrainers der Flüchtlingsmannschaft Welcome United zu verhindern. Ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte Brandenburg aktuell, es würden verschiedene Varianten ausgelotet. Über das Bleiberecht des zurzeit nur geduldeten Mazedoniers könnte etwa die Härtefallkommission des Landes entscheiden. Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Duldung von Sajirat Hüseynov in Kürze ausläuft und damit ihm und seiner Familie die Abschiebung droht. Der Mazedonier gehört der auf dem Balkan diskriminierten Volksgruppe der Roma an. Er lebt mit seiner Familie seit 2010 in Potsdam und spricht fließend Deutsch. Als Co-Trainer der Babelsberger Fußballmannschaft Welcome United engagiert er sich für die Integration von Flüchtlingen. Morgen gibt es eine Anhörung bei der Ausländerbehörde, in der entschieden werden soll, wie es weitergeht für Hüseynov. Mazedonien gilt als sicheres Herkunftsland. Inzwischen ist bei der Härtefallkommission für abgelehnte Asylbewerber ein Antrag zu dem Fall eingegangen. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums. Die 10-köpfige Kommission werde sich in einer ihrer nächsten Sitzungen mit dem Abschiebefall des Mazedoniers beschäftigen. Wegen eines erneuten Warnstreiks bei der Volkssolidarität sind heute Sozialstationen und Kindertagesstätten in der Uckermark geschlossen geblieben. Rund 50 Beschäftigte fuhren am Morgen nach Potsdam zur Zentrale der Volkssolidarität. Vor dem Sitz des Landesverbandes demonstrierten sie und forderten erneut einen Tarifvertrag, speziell für die rund 200 uckermärkischen Mitarbeiter. Die Gewerkschaft Verdi will bessere Bedingungen, eine transparente Entgeltordnung und eine höhere Bezahlung durchsetzen. Dies lehnt die Volkssolidarität ab. Die Geschäftsführung verwies darauf, dass man nur für das ganze Land im Rahmen der paritätischen Wohlfahrtsverbände verhandeln wolle. Verdi kündigte weitere Warnstreiks an und will, dass sich noch andere Kreisverbände den Forderungen anschließen. Die Technische Hochschule Wildau, die feiert heute den Auftakt ins Jubiläumsjahr. 25 Jahre TH Wildau. Eine Erfolgsgeschichte. Mit gerade mal 188 Studenten ging es los. Inzwischen sind es mehrere Tausend und die kommen mittlerweile aus der ganzen Welt hierher. Das Besondere an dieser Hochschule, die Theorie, die ist da wichtig, klar, aber die Praxis mindestens genauso sehr, wie Markus Woller festgestellt hat. Schicht für Schicht wächst der Prototyp. Im 3D-Drucker des Kreativlabors werden im Nu aus innovativen Gedanken handfeste Modelle. Von der Forschung direkt in die Praxis, so geht Lernen an einer der innovativsten Fachhochschulen im Land. Für Studium ist es sehr gut, um gewisse Prototypen zu entwickeln. Wenn man jetzt Sachen entwickelt, Mechaniken oder so, kann man sich gerne ausdrucken und dann zusammenbauen und gerne ausprobieren, wie das funktionieren würde und die Funktionen dann wirklich austesten. Die Praxisorientierung ist hier an der TH Wildau das wichtigste Prinzip. 25 Jahre nach der Gründung hat sie sich damit deutschlandweit etabliert. Ob bei Luftfahrtmanagement, Wirtschaftsinformatik oder der angewandten Forschung. Regelmäßig nimmt die Hochschule Spitzenpositionen ein. Damit steht sie an diesem Standort in guter Tradition. Schon vor über 100 Jahren errichtete die Firma Schwarzkopf in Wildau ein Lokomotivwerk samt Werksiedlung. Ab 1949 wurden hier auch praxisnah Ingenieure ausgebildet. Nach der Wende kamen dann die Studenten. Heute sind es mehr als 4.100 aus 60 Ländern.
Und trotzdem ist es noch familiär. Im Vergleich zu anderen Uni, wo so hunderte Leute da sind, hier sind in unserer Gruppe nur 40 Leute, deswegen kann man einfach locker Dozenten irgendwas fragen und die beantwortet immer meine Fragen. Dieses Labor hat alles, was wir brauchen jetzt für unsere Zukunft oder sozusagen. Und dieses Experiment, das wir machen hier, nutzen wir immer jeden Tag, vielleicht in einer Industrie oder so. Mit den Leuten ab und zu nach der Klausur ein paar Bierchen hier auf dem Campus, das geht immer. Insgesamt bietet die TH Wildau 29 Studiengänge an, von Technik bis Verwaltung. In den vergangenen Jahren hat sie sich mit 144 ausländischen Partnern und 6 Partnerschaften international aufgestellt. Belegt Spitzenplätze bei Familienfreundlichkeit, Ansehen in der Wirtschaft und vor allem bei den Forschungsgeldern. Wir verdienen durch die Forschung jährlich etwa 14 Millionen Euro. Das ist etwa die Größenordnung, die wir im letzten Jahr als Grundfinanzierung vom Land Brandenburg bekommen haben. Also das Verhältnis ist 1:1. Wenn man das sich anschaut, ich glaube, es gibt auch keine Hochschule in Deutschland mit diesem Verhältnis. Neuestes Forschungsfeld der TH Wildau, Technik und Management von regenerativen Energien. Hier will man sich in den kommenden Jahren als Kompetenzzentrum etablieren. Ein Zukunftsthema für eine Hochschule mit Zukunft. Die Zahl der rechtsextremen Gewaltstraftaten steigt, und zwar deutlich, ganz besonders in Cottbus und auch im Landkreis Spree-Neiße. Der Verein Opferperspektive führt dazu eine eigene Statistik. Und das Innenministerium wird die offiziellen Zahlen Mitte März veröffentlichen. Der Trend aber, der wird auch von der Polizei schon bestätigt. Was ist los in Cottbus und wie reagiert die Stadt? Philipp Manske berichtet. Das Cottbuser Stadtzentrum, ein belebter Ort. Angst sollte man hier eigentlich nicht haben, doch Bola Olatunde hat genau das erlebt. Im Dezember wird der Student aus Nigeria zusammen mit einem Freund angegriffen, am helllichten Tag. Ein Mann hat uns plötzlich beschimpft, erinnert sich Bola Olatunde. Wir haben nichts gemacht und sind einfach weitergelaufen, doch dann kam er auf uns zu, holte sein Pfefferspray heraus und sprühte es meinem Freund in die Augen. Jahrelang blieb die Zahl rechter Gewalttaten in Cottbus eher auf einem Niveau. Doch 2015 haben sich die Angriffe im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht, landesweit mehr als verdoppelt. Das jedenfalls sagt der Verein Opferperspektive, der die Fälle recherchiert und die Opfer berät. Dass jetzt Leute rassistischer werden, ist natürlich schwieriger nachzuweisen, aber ich glaube eher, dass die Hemmschwelle sinkt, da tatsächlich dann auch Gewalt auszuüben, also dann gewalttätig zu werden. Ich glaube, durch den allgemeinen Diskurs, der sehr stark aufgeladen ist, der ja auch von bestimmten politischen Akteuren da irgendwie auch angeheizt wird, sinkt eben die Hemmschwelle dadurch, da auch zuzuschlagen, zuzutreten und Leute anzugreifen. Die Polizei bestätigt zwar diesen Trend, nicht aber die Verdreifachung rechtsextremer Gewalt in Cottbus. Ein möglicher Grund: die Opfer haben Angst und erstatten deshalb keine Anzeige. Rückblick. Im vergangenen Herbst gibt es in Cottbus fast wöchentlich fremdenfeindliche Demonstrationen. Ende Oktober kommt es nach einer Demo zu mehreren vermutlich rechtsextremen Angriffen. Dabei werden auch Studenten der BTU Cottbus verletzt. Es gibt auch Studierende, die uns berichten, also ausländische Studierende, die uns berichten, dass sie so schnell wie möglich hier mit dem Studium fertig werden wollen, weil sie das nicht mehr aushalten, den alltäglichen Rassismus. Die BTU sieht das völlig anders. Es ist alles wieder gelöst. Wir haben fast 25% Studierende aus dem Ausland, die sich hier zu Hause und sich hier wohlfühlen. Die Opferperspektive fordert von Cottbus mehr Engagement gegen rechts. Doch für die Stadt ist eher die Gesellschaft in der Pflicht. Natürlich kann man dem Einzelnen sein Gefühl nicht absprechen, wenn er da sich unwohl fühlt oder eben schon mal attackiert worden ist. Aber ich denke, grundsätzlich ist Cottbus sicher, zumindest nicht unsicherer als andere vergleichbare Städte in Deutschland. Also alles halb so schlimm? Opfer rechtsextremer Gewalt wie Bola Olatunde sehen das vermutlich anders. In Cottbus bleibt der Nigerianer trotzdem, zumindest bis zum Studienende. Ja, und morgen will der Verein Opferperspektive dann die Zahlen für das gesamte Land Brandenburg vorstellen. Hier übernimmt jetzt wieder Peter Wachsmann mit weiteren Kurzmeldungen vom Tag. Im Technopark in Stahnsdorf ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 250 Kilo Sprengsatz, der bei routinemäßigen Sucharbeiten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entdeckt wurde, soll morgen ab 11 Uhr entschärft werden. Ab 8 Uhr wird deshalb ein Sperrkreis von 800 Metern rund um die Fundstelle errichtet.
Er umfasst zwei Gewerbegebiete mit zahlreichen Firmen, eine Musikkita, mehrere Schulen sowie Wohnheime. Auch die Landesstraße 76 wird gesperrt. Es muss mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Noch immer ist unklar, ob Eisenhydroxidschlämme aus der Spree in den Altdöbener See eingelagert werden oder nicht. Das hat heute ein Gespräch zwischen dem Bergbausanierer LMBV und einer Bürgerinitiative ergeben. Die LMBV wolle erst noch die Ergebnisse einer Studie abwarten, teilte ein Sprecher mit. Diese soll dann im Sommer vorliegen. Die Bürgerinitiative Altdöbener See kämpft seit Monaten gegen den Plan des Bergbausanierers, den Schlamm im See zu verklappen. Sie befürchtet, dass sich dadurch die gesamte Wasserqualität verschlechtern wird. Der Plusbus zwischen Bad Belzig und Potsdam bzw. Brandenburg an der Havel wird von den Fahrgästen gut angenommen. Das zeigt eine aktuelle Fahrgastbefragung. Verkehrsministerium, Landkreis und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg haben sie heute vorgestellt. Viele neue Fahrgäste seien vom Auto umgestiegen. Der Plusbus bietet einen Stundentakt von 6 bis 18 Uhr, freies WLAN während der Fahrt sowie den Anschluss an die Bahn. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark gibt für den verbesserten Service im Jahr 450.000 Euro aus. Das Potsdamer Geoforschungszentrum hat auf dem Campus der Technischen Universität Berlin mit einer Forschungsbohrung begonnen. Damit wird untersucht, inwieweit sich dort der Untergrund als Wärme- und Kältespeicher eignet. Bereits seit 15 Jahren werden die Berliner Parlamentsbauten teilweise durch Wärme- und Kältespeicher aus 500 Metern Tiefe versorgt, wissenschaftlich begleitet vom Geoforschungszentrum. Diese Technologie gilt vor allem für Metropolen als besonders umweltfreundlich. Derzeit wird die Wärme in Berlin fast vollständig aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Helga Bräuninger ist mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Woidke würdigte damit das Engagement der aus Stuttgart stammenden Neubrandenburgerin. Sie ist unter anderem Mitbegründerin der Stiftung Paretz und unterstützte zum Beispiel die Restaurierung der Kulturscheune. Ihre ehrenamtlichen Projekte in Brandenburg hätten das Ziel, die Bürgergesellschaft im ländlichen Raum zu stärken, begründete Woidke die Auszeichnung. Aktuell setzte sie sich für die Integration von Flüchtlingen im Havelland ein. Helga Bräuninger ist für ihr Engagement bereits mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Verdienstkreuz erster Klasse geehrt worden. Die 69-Jährige lebt in Ketzin. Der Oscar ist die größte Auszeichnung, die es in der Filmbranche gibt. Mehr geht einfach nicht. Und ich vermute mal, so mancher wird sich die letzte Nacht um die Ohren geschlagen haben, um am Fernseher zumindest live dabei sein zu können. Nominiert waren ja auch Filme mit Brandenburger Beteiligung. Klar, zuallererst mal Bridge of Spies mit Tom Hanks auf der Glienicker Brücke. Für eine Überraschung sorgte aber ein anderer, Julia Baumgärtel. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio, klar, aber auch ein bisschen nach Cottbus. Denn bei der glanzvollen Gala in Los Angeles wurde auch ein Schauspieler aus der Lausitz mit ausgezeichnet. Er spielt eine Rolle in dem ungarischen Film Son of Saul, der den Oscar als bester ausländischer Film bekommen hat. Wir erreichen Urs Rechen kurz nach der Verleihung in L.A. Ich kann das noch nicht so greifen, das weiß ich nicht. Das ist unbeschreiblich. Ich bin die ganze Zeit auf irgendwelchen Partys, bin jetzt gerade im Hotel, um mich frisch zu machen und das Bett ruft eigentlich auch so. Hier ist mein Bett. Ne? Aber ich muss da noch weiter. Ich komme überall rein. Ich muss bloß sagen, aus welchem Film ich bin. Eigentlich hatte ja die Crew von Bridge of Spies auf den Oscar-Taumel gehofft. Der Spionage-Thriller von der Glienicker Brücke hatte 6 Nominierungen. Ausgezeichnet wurde aber nur Mark Rylance als bester Nebendarsteller. Er spielt den russischen Spion Rudolf Abel. In Potsdam ist die Freude dennoch groß. Die Studios haben damit mal wieder unter Beweis gestellt, dass sie international konkurrenzfähig sind. Also das ist die wichtigste Botschaft, wie ich finde. Und darüber können wir uns alle nur riesig freuen. Und ich gratuliere denen auch ganz herzlich. Im Studio Babelsberg hatten sie natürlich dem nominierten Ausstatter Bernhard Henrich die Daumen gedrückt, aber vergeblich. Über die Jahre haben wir uns so oft, haben sich unsere Wege gekreuzt und da war es dann so, dass man sozusagen noch mit viel, viel mehr Herzblut dabei ist und mit ihm mitfiebert eben. Ne? Und jetzt enttäuscht, oder?
Ja, ich denke, er sieht es ähnlich wie ich, sportlich, und hat ja auch gesagt, dass die Nominierung schon eine Riesensache ist. Ne? Und weil Nominierungen inzwischen schon zur Routine in Babelsberg gehören, gilt wahrscheinlich, wir sehen uns nächstes Jahr wieder bei den Stars in L.A. Gehen wir aus. Wenn andere im Fitnessstudio erschöpft aufhören, ja, weil gar nichts mehr geht, dann legt Maria Will erst so richtig los. Die 25-Jährige aus Frankfurt an der Oder, die kann richtig beißen, solange bis jeder Muskel schmerzt. Der Lohn? Sie hat den Titel geholt. Deutsche Meisterin im Bodybuilding in der Einsteigerklasse, der sogenannten Bikini-Klasse, die ist tatsächlich so. Ja, so eine Brandenburgerin, die gehört natürlich vorgestellt. Markus Woller hat sich mit Maria Will getroffen. Wo? Na klar, im Fitnessstudio. Diese Frau bringt ihren Körper gern ans Limit. Die Frankfurterin Maria Will, 25, aktuelle deutsche Meisterin im Fitness-Bodybuilding. Mindestens fünfmal die Woche steht sie hier im Studio. Jede Übung eine Herausforderung. Wie man seinen Körper auch selber triezen, formen kann und was man aus sich selber auch rausholen kann. Das ist für mich auch das Interessante und wie man sieht, wie man sich selber entwickelt, auch teilweise von Woche zu Woche. Und das ist einfach so total faszinierend für mich. Der Muskelsport bestimmt eigentlich erst seit anderthalb Jahren das Leben der jungen Frau. Trainer Axel Tretner wurde damals auf sie aufmerksam, machte innerhalb kürzester Zeit aus einer Freizeitsportlerin eine Siegathletin. Ich habe mich mit meiner Familie darüber unterhalten und die haben gesagt, ja, solange du jung bist, mach das doch und nutz die Chance. Und ja, ein paar Tage später bin ich dann zu Axel Laden gegangen und habe gesagt, ja, ich probiere es mal aus. Talent und Genetik, würde ich sagen, gehört auch mal mit hinzu, aber man muss das Talent haben, den inneren Schweinehund zu überwinden, um dann im Prinzip noch mehr rauszuholen als die anderen. Da, wo die anderen aufhören, muss sie weitermachen. Das hat sie und räumte gleich bei ihrem ersten Wettbewerb vor einigen Wochen ganz groß ab. Den Titel der deutschen Meisterin in der Bikini-Klasse. Dabei wollte sie sich eigentlich nur ausprobieren und lernen, was zum Wettkampf dazugehört. Zum Beispiel das Anstreichen. Also es ist nicht so, dass man Wochen vorher im Solarium war, sondern man wird da besprüht bzw. eingestrichen, beklopft, wie auch immer. Und das dient dazu, dass die Athleten alle gleich aussehen, dass die Muskulatur gut rauskommt und dadurch die Juroren besser bewerten können. Ne? Auf ihren austrainierten Körper ist Maria Will stolz, hat kein Problem, sich zu präsentieren. Lust auf die Bühne bekam sie schon in Kindheit und Jugend im Tanzverein ihrer Heimatstadt Selo. Nach dem Abitur lernte sie Physiotherapeutin und seit mittlerweile 4 Jahren arbeitet sie in der Praxis ihrer Eltern. Fit auszuhalten? Wichtig für Maria der Rückhalt im Praxisteam, denn das Training ist zeitintensiv, das strenge Einhalten der Diät kurz vor dem Wettkampf nicht einfach. Also die letzten Wochen waren am schwierigsten gewesen und da bibbert man nicht nur als Chefin, sondern auch als Mutti ganz doll mit. Ne? Ist es denn auch tragbar alles, ne? Und war ja wirklich ganz toll. Das ständige Pendeln zwischen Arbeit und Training, die Konzentration auf ihren Körper. Das alles lässt Maria Will wenig Raum für Freund und Freizeit. Wenn doch, geht sie in die Clubs der Stadt oder genießt einfach die Natur an der Oder. Das Training für den nächsten Wettkampf hat mittlerweile begonnen. Und Maria Will ist jetzt sogar noch ein bisschen motivierter. Denn nun gibt's ja was zu verteidigen für die deutsche Meisterin im Fitness-Bodybuilding. Ja, starke Frau. Wenn Ihnen auch mal jemand begegnet ist, egal ob im Fitnessstudio oder auf dem Wochenmarkt, und Sie sagen, ach, den oder die müsste man mal bei Antenne Brandenburg und Brandenburg aktuell vorstellen, dann melden Sie sich bitte bei uns. Die Kontaktdaten sehen Sie gerade eingeblendet. Doch, ich sehe sie auch. Damit sind wir beim Wetter. Sie hier, sie feiert heute tatsächlich ihren 20. Geburtstag, ist aber doch schon ein paar Jahre älter. Wie das geht, Johanna Jambor erklärt es uns zusammen mit den Wetteraussichten. Der 29. Februar, den wir nur alle 4 Jahre begrüßen, ist nicht nur ein außerordentlich wichtiger Tag für die Jahreszeiten. Ohne würden wir nämlich irgendwann Weihnachten im Sommer feiern, sondern auch für die Geburtstagskinder dieses Tages. Und so ein Geburtstagskind überraschen wir heute. Herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag.
Ja, vielen, vielen Dank. Also das ist ja eine Riesenüberraschung, mit der ich ja auf, nicht im Entferntesten gerechnet hätte. Aber einmal Blümchen für Sie. Und so schöne Blümchen. Vielen, vielen Dank. Wenn wir sagen, es ist der 20. Geburtstag, müssen wir gar nicht sagen, der wievielte es wirklich ist. Wir wissen na es doch, ja. Nein, die brauchen bloß mal 4 machen. Wenn kein Schaltjahr ist, feiern wir am 1. März. Am 1. März dann, ja. Und dann ist die ganze Gesellschaft mit dabei? Naja, nee. Die Sportgruppe kommt nur, wenn was Besonderes los ist. Was machen Sie für einen Sport? Wir allgemein Mattenturnen, Gymnastik. Ja, ja. Sind das nur die Damen oder sind das auch die Herren hier dabei? Nur Damen. Ich bin ja Fisch logischerweise und ihr auch. Und das heißt, Sie mögen das Wasser? Ja. Und dann immer rein ins Wasser, auch wenn es kalt ist. Ach so, Sie sind da abhängig? Ja, andere gehen ja nur rein, wenn es warm ist. Aber ich gehe bei 12 oder 13 Grad rein. Mindestmaß sind 3 Schwimmstöße. Und da macht auch die kalte Nacht nichts aus. Schneefall im Süden sorgt dort für glatte Straßen, am kältesten im Norden. Der März startet winterlich in der Lausitz, im Norden teils sonnig. Aber warum hat das Schaltjahr nun 366 Tage? Das muss man immer mal ein bisschen nachregeln. Und die Erde, die eiert hier rum. Und ja, und da kommt das ein bisschen aus dem Tritt. Und ja, wird irgendwie dann, ich weiß es nicht. Deshalb ist alle 100 Jahre nicht Schaltjahr. Also das Jahr 2000. Aber das erleben wir gar nicht mehr. No, ach komm, in Ihrem Alter. Also 2100 ist durch 4 teilbar, ist aber kein Schaltjahr. Ja. Darf ich fragen, warum Sie sich so gut auskennen? Ach, ich bin der Pfarrer, ich kenne mich mit allem aus. Eigentlich braucht die Erde 0,24 Tage länger, um die Sonne zu umkreisen. Das sind 6 Stunden pro Jahr mehr. Nach 4 Jahren ergibt das einen ganzen Tag. Und damit zu den Aussichten. 8 Grad. So sehen die nächsten 3 Tage aus und ungemütlich. Regen und Schneeregen lassen vom Frühling nur träumen. Da, der 29. Februar ein ganz besonderer Geburtstag ist, möchte ich allen Geburtstagskindern des heutigen Tages auch herzlich gratulieren und ihnen alles, alles Gute wünschen. So. Das machen wir beide zusammen. Herzlichen Glückwunsch, alles Liebe und immer viel, viel Sonnenschein im Leben, oder Frau Röhr? Ja, ich gebe mir Mühe. Ne? Wir geben uns Mühe. Alles Gute. Grüßerchen. Ja, vielen Dank, Joanna. Und wir auch wir beide, wir schließen uns diesen Glückwünschen an. Alles Gute allen Geburtstagskindern heute am 29. Februar. Morgen beginnt dann der März und wir haben auch das passende Foto dazu. Einen Märzenbecher in Eggersdorf gesichtet, fotografiert und auf Facebook gepostet von unserem Zuschauer René Krone aus Strausberg. Vielen Dank und schöne Grüße. Ja, das war's von uns für heute. Hier geht's gleich weiter mit der Tagesschau. Und danach ist Tatortzeit, 20.15 Uhr, Macht und Ohnmacht mit den Kommissaren Leitmeier und Bartitsch aus München. Ja, und die nächsten Nachrichten, wie gewohnt, um 21.45 Uhr in RBB aktuell. Ihnen allen einen entspannten Abend. Bis morgen. Tschüss. Machen Sie es gut. Ministerpräsident Tillich hat erstmals öffentlich eingeräumt, er selbst habe den Rechtsradikalismus im Freistaat unterschätzt. Sondersitzung. Landtag debattiert über fremdenfeindliche Vorfälle in Klausnitz. Schaltjahr. Ansturm auf die Standesämter in Sachsen. Und Eishockey. Die Eispiraten Krimmitschau sichern sich die Playoff-Teilnahme. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Tino Böttcher. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Einen Tag vorm meteorologischen Frühlingsanfang will sich der Winter offenbar noch nicht so recht geschlagen geben. Fast überall in Sachsen sind im Laufe des Tages Flocken vom Himmel gefallen, mal mehr, mal weniger. Doch während so mancher Autofahrer von diesem neuerlichen Winterintermezzo mal wieder eiskalt erwischt wurde, würden sich vor allem die Wintersportler freuen, wenn Frau Hollemann noch so eine kleine Schippe drauflegen könnte. Nebelwand und Krümelflocken auf dem Erzgebirgskamm. Trotz Temperaturen unter dem Gefrierpunkt lässt der Neuschnee im Westerzgebirge auf sich warten. Beim Skiclub Jöstadt wäre man über jede Flocke froh. Die Piste ist zwar weiß, aber der Schlepplift steht.
Zu wenig Schnee bedeckt den Boden, an Skifahrer nicht zu denken, trotz technischer Möglichkeiten Kunstschnee zu produzieren. Aber das Wetter, ein Glücksspiel. Der Wetterbericht meldet auch noch ständig Wetter, dass eventuell heute Nacht bis 20 cm Schnee kommen sollten. Ob es kommt, weiß niemand. Es weiß dies gar keiner mehr, was in zwei Tagen wieder ist oder was heute Nacht fällt. Zwei Tage Vorbereitung braucht der Skiclub, um die Piste zu präparieren. Ein Aufwand, der sich in diesem Jahr kaum gelohnt hat. Nach kurzer Kälteperiode hat es häufig geregnet und der Schnee war wieder weg. Und während das Erzgebirge vergeblich auf Schnee wartet, haben andere wieder damit zu kämpfen. Auf der A4 an der Abfahrt Glaucher West war ein polnischer PKW ins Schleudern geraten und nahezu ungebremst in einen Sattelzug gerutscht. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. Die A4 blieb über eine Stunde voll gesperrt. Es entstand ein kilometerlanger Stau. Am späten Nachmittag in Bärenstein. Trotz des ausbleibenden Schneegestöbers wappnet sich der Winterdienst. Gefrierende Nässe könnte den Berufsverkehr am nächsten Morgen böse überraschen. Also das heißt, ich brauche jetzt nicht schieben, sondern streue jetzt Salz nochmal durch einen kompletten Ortsnetz. Und ja, hoffe dann, dass das Salz so lange wirkt, dass dann die Frühschicht noch ordentliche Straßenverhältnisse haben. Wenn es denn schneit, wenigstens keine Eisbildung unterm Schnee dann ist. Die Warnung vor starken Schneefällen in und um Bärenstein ist noch nicht aufgehoben. Der Wintereinbruch im Westerzgebirge wohl nur verschoben. Tja, und wie viel Schnee in den nächsten Stunden danach in Sachsen runterkommen wird, das erfahren Sie dann wie gewohnt am Ende der Sendung in den Wetteraussichten. Ist die Politik in Sachsen, wie viele Kritiker sagen, tatsächlich auf dem rechten Auge blind? Der Vorwurf, dass das Thema Rechtsextremismus im Freistaat zu lange kleingeredet wurde, der ist ja nicht neu. Doch die Ereignisse von Klausnitz, wo ein wütender Mob einen Flüchtlingsbus blockierte, die haben offenbar auch in der sächsischen Landesregierung zu einem Umdenken geführt. Zumindest hat Ministerpräsident Tillich in seiner Regierungserklärung heute im Landtag überraschend deutlich Stellung bezogen. Schwere Zeiten für Sachsens Ministerpräsident. Der Freistaat kämpft um seinen Ruf. Gemeinsam müssten alle Demokraten die widerlichen rechtsextremen Umtriebe im Land bekämpfen. Sachsen sage ohne Wenn und Aber Nein zu Fremdenfeindlichkeit. Die Kette an Ereignissen erschüttere und beschäme ihn. Und dann fiel ein Satz, wie er von Stanislaw Tillich noch nicht zu hören war. Ja, es stimmt. Sachsen hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Und es ist größer als viele, ich sage es ehrlich, auch ich es wahrhaben wollten. Klare Worte. Wo Flüchtlinge attackiert würden, werde Humanismus von Barbarei verdrängt. Aufklärung, Freiheitskampf und Demokratisierung weggespült. Er versprach, Radikalisierung werde künftig noch stärker bekämpft. Die Antwort der Linken. Ich glaube Ihnen kein Wort mehr. Die Arbeitsteilung in der sächsischen CDU hat Sachsen an den Abgrund geführt. Sie, Herr Tillich? Als Mann der moralischen Empörung mit den entsprechenden Zitaten für die Medienlandschaft und die Herren Kupfer, Kraus und Kretschmer als politisches Rauschmittel für den sächsischen provinziellen Alltagsrassismus. Herr Tillich, die geistigen Brandstifter sitzen mit Rang und Namen in Ihrer sächsischen CDU. Zwar gestand heute auch der angesprochene CDU-Fraktionschef Kupfer ein, Sachsen habe ein Problem mit Rechtsextremismus. Anders als der Ministerpräsident betonte Kupfer jedoch, von einer Verharmlosung des Problems in Sachsen, von landesweiter Fremdenfeindlichkeit und einer Normalität des Extremismus kann überhaupt keine Rede sein. Dagegen wehre ich mich ausdrücklich. Wer so etwas pauschal in die Öffentlichkeit trägt, schürt bewusst Politikverdrossenheit und Vorurteile. Und meine Damen und Herren, wir brauchen hier keine Belehrungen von außen. Wir wissen selbst, was zu tun ist und wir handeln. Unmut bei der Opposition. Die Grünen forderten von der Union endlich eine selbstkritische Analyse. Die Arroganz, wie sie von Ihrer Fraktion gerade wieder präsentiert wurde, ist dazu kein Beitrag. Kritik, wenngleich diplomatischer, auch vom Koalitionspartner. Ich möchte dann auch nicht darüber diskutieren, ob wir uns Belehrungen anhören müssen oder nicht, sondern ich würde mir etwas grundsätzlich mehr Demut wünschen. Denn wir, die Politikerinnen und Politiker im Freistaat Sachsen, wir haben eine ganz besondere Verantwortung für das, was in Sachsen passiert. Dem Reden muss ein Handeln folgen.
Also Schluss mit dem Abbau bei Polizei, Bildung und Verwaltung. Ja zum starken Staat, auch von der AfD. Ihr Ja zu engagierten Bürgern war allerdings vor allem eine Verteidigung von Pegida und Co. Aktive Bürger muss aber auch bedeuten, dass jede Form von friedlichen Protesten als Teil der politischen Kultur verstanden wird. Mehr Dialog, ja, so Tillich, aber auf dem Boden von Sitte, Anstand, Demokratie und Recht. Und wer auf eine Demo geht, muss sich sehr gut überlegen, mit wem er da mitstreitet oder mitläuft. Wer teilnimmt, der teilt auch das, was dort gesagt wird. Ob mehr politische Bildung, Verbesserung für Demokratieprojekte oder mehr Polizei, wie ernst es der Regierung mit diesen Ankündigungen ist, das können die Sachsen am Freitag am Ergebnis der Kabinettssitzung ablesen. Eine umfangreiche Zusammenfassung dieser Sondersitzung im Landtag finden Sie auch bei uns im Internet. Ja, und dass Sachsen ein Problem mit Rechtsextremismus hat, eine weitere traurige Bestätigung dafür, liefern auch die neuesten Zahlen, die der Opferhilfeverein RAA Sachsen heute vorgestellt hat. Demnach wurden im vergangenen Jahr fast 480 rechtsmotivierte und rassistische Übergriffe gezählt, mehr als doppelt so viele wie noch im Jahr 2012. Die häufigsten Delikte sind Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung. Als regionale Schwerpunkte wurden die Städte Dresden und Leipzig sowie die Landkreise Leipzig und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ausgemacht. Ja, wir bleiben im Grunde beim Thema. Es ist bereits der zweite Versuch und diesmal soll er sitzen. 13 Jahre nach dem ersten gescheiterten Anlauf verhandelt das Bundesverfassungsgericht ab morgen erneut darüber, ob die rechtsextreme NPD verboten werden soll. Die V-Leute seien inzwischen aus den Führungsgremien der Partei abgezogen, die Auflagen der Karlsruher Richter damit erfüllt. Das zumindest versichern die Bundesländer, die den Antrag gestellt haben. Doch über das Für und Wider eines solchen Verbotes, darüber gehen die Meinungen nach wie vor auseinander. Dass die NPD gefährlich ist, dass sie an den Grundfesten der Demokratie rüttelt, darüber scheinen die Parteien sich weitgehend einig. Weniger über ein Verbot, und so übt sich Sachsens Innenminister über die Erfolgsaussichten in Zuversicht. Der Bundesrat ist natürlich erstmal überzeugt davon, dass der Antrag gut begründet ist, und wir sind optimistisch, was die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts anbetrifft. Unterstützung kommt von der sächsischen SPD. Wir haben gerade in Sachsen jahrelang erlebt, wie Sympathisanten und auch Mitglieder der NPD auf der Straße Gewalt ausgeübt haben gegen Flüchtlinge, gegen Andersdenkende. Und da das Strategie ist, gehört die NPD verboten. Doch das Risiko eines Scheiterns sei zu groß, befürchten die sächsischen Grünen und lehnen deshalb das Verbotsverfahren ab. Das wäre ein fatales Signal für unsere Gesellschaft und würde der NPD einen Freibrief ausstellen. Und selbst wenn das Bundesverfassungsgericht die wackelige Argumentation der Antragsteller hält, bleibt noch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der noch engere Kriterien an einem Parteiverbot definiert, die faktisch nicht erfüllbar sind. Sachsens Linke sehen den Verbotsantrag ebenfalls skeptisch. Eine rechtsextreme Gesinnung lasse sich nicht einfach verbieten, argumentiert nicht nur die Spitze der Linken. Nazis raus aus den Köpfen ist eine Position, die wir immer eingenommen haben. Die würde nicht funktionieren mit einem Verbot, weil die Leute sind ja trotzdem weiterhin da, nur die Organisation ist weg. Und wenn die als Märtyrer sich zurückziehen in den Untergrund, dann weiß ich nicht mehr, wo sie sind, dann sehe ich sie nicht mehr. Und das macht doch die Bekämpfung dieser Truppenteile natürlich viel, viel schwerer. Dass ein Verbot alleine nicht ausreicht, das weiß auch der Innenminister. Deshalb sein Appell. Es gilt wirklich ganz intensiv, eine klare gesellschaftliche Position und Haltung an den Tag zu legen und denjenigen entgegenzutreten, die der Meinung sind, mit solchen völkischen, mit solchen rassistischen Meinungsäußerungen bis hin zu ausländerfeindlichen Taten diese Gesellschaft verändern zu können. Doch zunächst einmal haben das Wort die Karlsruher Richter, mindestens bis Donnerstag dieser Woche, vorausgesetzt, es werden nicht zusätzliche Verhandlungstage benötigt. Wir werden natürlich morgen dann über den Auftakt dieses Verbotsverfahrens und auch hier im Sachsenspiegel ausführlich berichten. Es war ein Anblick, der selbst die erfahrensten Rettungskräfte erschüttert hat. Ein völlig zerfetztes Autowrack, das auf der B6 bei Dresden gegen einen Baum geprallt war. Der Fahrer überlebte schwer verletzt, seine beiden Kinder jedoch hatten keine Chance, sie starben. Auf den ersten Blick ein tragischer Unfall, doch wie sich dann herausgestellt hat, hat der Vater den Wagen offenbar absichtlich gegen den Baum gesteuert, weshalb er sich seit heute wegen zweifachen Mordes vor dem Görlitzer Landgericht verantworten muss.
Hinter einem Schreibblock verbirgt Schei B. sein Gesicht. Der 46-Jährige soll seine beiden Kinder, 4 und 5 Jahre, vorsätzlich getötet haben. Gutachten belegen, der Familienvater rast Ende September vergangenen Jahres auf der B6 bei Rossendorf mit 150 km/h ungebremst gegen mehrere Bäume. In der Folge zerreißt es den Geländewagen, die beiden Kinder sind sofort tot. Für die Staatsanwaltschaft heimtückischer Mord. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte handelte, um seine Ehefrau für eine Trennung zu bestrafen und geht deshalb hat deshalb Anklage wegen zweifachen Mordes erhoben. Laut Ermittlungen habe sich Scheib B. auch selbst töten wollen. Bereits 2013 war der 46-Jährige in medizinischer Behandlung, weil er Suizidabsichten hatte. Nur 6 Tage vor der Tat das Gleiche wieder. Die familiären Probleme haben den Angeklagten nach eigener Aussage in eine schwere Lebenskrise gebracht. Für die Verteidigung ist das kein Motiv für Mord, vielmehr handle es sich um minderschweren Totschlag. Man kann von einem Motiv in diesem Sinne, glaube ich, nicht sprechen. Im Hinblick auf die psychische Ausnahmesituation, diese Einzigartigkeit der psychischen Situation, entzieht es sich in gewisser Weise einer rationalen Erklärung. Scheib B. sitzt seit 5 Monaten in Untersuchungshaft, wird in der JVA von einem Psychiater betreut. Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann eine lebenslange Haftstrafe. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. Und gleich geht's bei uns in der Sendung mit diesen Themen weiter. Heiraten im Schaltjahr. Der 29. Februar sorgt für einen Ansturm auf die Standesämter. Und Ansturm auch in Krimitschau. Der Erfolg der Eispiraten lockt wieder mehr Fans in den Sahnpark. Mehr dazu in wenigen Minuten hier bei uns. Vorher aber weitere Nachrichten des Tages, kurz und kompakt. Zahl der Grippefälle steigt weiter. Allein im Januar hat es in Sachsen laut Gesundheitsamt mehr als 600 Neuinfektionen gegeben. Besonders betroffen ist Leipzig. Dort sind bisher insgesamt 850 Menschen erkrankt. Das ist fast ein Drittel aller landesweiten Fälle. Es handelt sich hauptsächlich um Infektionen mit dem Schweinegrippevirus. Mehr Studienberechtigte in Sachsen. Über 13.500 Schüler erlangten im vergangenen Jahr die Hochschul- oder Fachhochschulreife. Das sind laut Statistischem Bundesamt fast 12% mehr als 2014. Damit wuchs die Zahl der Studienberechtigten 2015 deutlich stärker als im alten Bundesgebiet, wo es einen Anstieg um 1% gab. Rohrbruch sorgt für Behinderungen. In Leipzig ist eine Trinkwasserleitung geplatzt. Aufgrund der Reparaturarbeiten musste die Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße, Kurt-Eisner-Straße gesperrt werden. Die Leitung stammt laut Wasserwerken aus dem Jahr 1925 und ist vermutlich aus Gründen des Alters und der Verkehrsbelastung kaputt gegangen. Die Arbeiten sollen bis 11. März dauern. Seit Wochen schon gehen bei unseren Nachbarn in Polen regelmäßig tausende Menschen auf die Straße, um gegen die Politik ihrer neuen nationalkonservativen Regierung zu protestieren. Die ist zwar erst seit etwas mehr als 100 Tagen an der Macht, hat in dieser Zeit aber das Land deutlich verändert, ja, mit einer Reihe umstrittener Gesetze, die in den Augen der Kritiker eine Gefahr für die Demokratie seien. Und nicht nur in Polen selbst ist der Aufschrei groß, auch hier in Deutschland beobachten viele mit Sorgen, was da gerade in Polen passiert. Hin und her heißt es für diese Volleyballerinnen 4-mal in der Woche. Sie trainieren grenzüberschreitend. Mal hier in der Halle in Bjansk, mal in Rothenburg. Die Spielerinnen kommen aus dem Raum Görlitz und aus Polen. Sie trainieren, spielen, feiern zusammen. Eine deutsch-polnische Freundschaft. Alicja ist seit 13 Jahren dabei. Die Politik spielt für uns keine Rolle. Was da oben passiert, interessiert uns nicht. Es betrifft uns nicht. Wenn hier die Grenze geschlossen würde, dann hätten wir ein Problem. Aber wir machen uns nicht verrückt. Ich finde, gerade in so einer Grenzregion sollte man sich eigentlich mit dem Nachbar irgendwie austauschen. Und dass das durch den Sport möglich ist, finde ich grandios. Eine gelebte Nachbarschaft ist es hier an der Neiße. Das Miteinander zwischen Deutschen und Polen selbstverständlich. In Görlitz mag ich vor allem die Altstadt und die Leute.
Politisch ist die Beziehung zwischen Polen und Deutschland gerade nicht ganz so harmonisch. Grund ist der politische Kurs der polnischen Führungsriege. Die Verfassung umgebaut, wichtige Posten in Medien neu besetzt. Dafür hagelt es Kritik. Die schlägt sich nieder. Angela Merkel wird in Polen als Hitler karikiert. PiS-Chef Jarosław Kaczynski beim Rosenmontagszug dargestellt als Despot. Ein Affront wertet Polen. Hier geht es um Gesten der Verachtung gegenüber den Polen, gegenüber den polnischen Politikern. Die deutsch-polnischen Beziehungen, stehen sie vor einer Belastungsprobe? Im Polen der national-konservativen PiS-Regierung? Mehr dazu heute bei Fakt ist aus Dresden und in der anschließenden Reportage Nachbar, was ist los? Der Anfang ist Moderator Andreas Roog, der ist bereits im Studio. Andreas, solche Zeitungstitel, wie wir sie jetzt gerade aus Polen gesehen haben, wären in Deutschland nur schwer vorstellbar, oder? Das kann man wohl sagen. Und es gibt eine ganze Reihe solcher polnischen Zeitungstitel. Hier ist noch so einer. Der ist erst noch keine zwei Monate alt. Wir sehen Kanzlerin Merkel mit Herrn Oettinger und Herrn Schulz beim Öffnen eines Grenzzaunes, eines polnischen Schlagbaumes, so wie 1939. Und diese Ähnlichkeiten sind durchaus auch gewollt, denn in der Unterzeile steht dann, die Deutschen greifen Polen wieder an. Das sieht man bei uns mit Befremden. Allerdings muss man auch sagen, es gibt deutsche Politiker, die sagen, man sollte Polen wieder unter Aufsicht stellen. Das ist eine Formulierung, die auch alles andere als glücklich ist. Das werden Sie dann heute Abend diskutieren. Mit welchen Gästen denn? Ja, wir haben zwei polnische und zwei deutsche Gäste, unter anderem eine Journalistin aus Warschau, die sagt, ja, ihr Deutschen, ihr müsst euch daran gewöhnen, dass wir jetzt in Warschau eine Regierung haben, die nationale Interessen verfolgt. Und Hermann Winkler, der sächsische Europaabgeordnete, ist mit in der Runde und der sagt, Belehrungen aus Deutschland oder aus Brüssel, die sind nicht angebracht, aber die Solidarität in Europa, die gilt nicht nur beim Verteilen von Geldern. Also vielen Dank, Andreas. Fakt ist dann heute Abend ab 22.05 Uhr mit dem Titel Nachbar Polen, was ist los? Und um die gleiche Frage geht es dann eben auch direkt im Anschluss in einer spannenden Reportage ab 23.05 Uhr dann zu sehen. So, liebe Zuschauer, hat sich dieser Tag heute in irgendeiner Weise anders angefühlt vielleicht als die anderen? Vermutlich nicht, aber trotzdem schreiben wir heute so ein ganz spezielles Datum an diesem 29. Februar, einen Tag, den es nur alle vier Jahre gibt, wegen des Schaltjahrs. Das ist blöd für all jene, die an einem 29. Februar auf die Welt kommen. Die können nur alle vier Jahre Geburtstag feiern. Praktisch wiederum ist das für alle, die an diesem Tag heiraten. Denn so einen Hochzeitstag, den vergisst man sicher nicht so schnell. Kamerateams, Journalisten, Fotografen und Radioreporterin. Wer am 29. Februar Ja sagt, muss mit einem ganz sicher rechnen, der Presse. Zumindest heute an der Dresdner Goetheallee. Denn heiraten als Schaltjahrpaar geht ja nur alle vier Jahre. Herr Neubert, was ist da heute los? 20 Trauungen allein an diesem Tag. Warum? Ja, also der 29., das ist natürlich eine olympische Dimension aller vier Jahre. Und da möchte man dabei sein. Der Vorteil am Schaltjahrtag, nur alle vier Jahre muss Hochzeitstag gefeiert werden. Oder warum geht es am 29. zum Standesamt? Wir heiraten noch am 9. April kirchlich und das ist für uns der eigentlich richtige Hochzeitstag dann. Und dann haben wir auch gedacht, das passt ja ganz gut, weil dann müssen wir uns auch bloß auf einen Termin konzentrieren, eben dann auf das kirchliche Datum. Warum dieser Tag? Na, weil er besonders ist. Und unsere Liebe ist was Besonderes und deswegen der besondere Tag. Wir haben einen Termin bekommen, den jemand zurückgegeben hatte. Zufall. Nee, das war spontan. Ja. Du hast gesagt, du hältst länger. Das sollte länger reichen, oder? Ja. Ja, da hoffen wir, dass es viermal so lange hält. Ich bin nicht der romantischste Typ und für mich ist das einfach sehr praktisch, das quasi nur alle vier Jahre zu feiern. Geschichtlich betrachtet sieht es allerdings nicht ganz so rosig aus. Der 29. Februar galt schon bei den alten Römern als Unglückstag. Ebenso bei den Griechen, die glaubten, heiraten im Schaltjahr sorge für eine flotte Scheidung. Doch 2016 ist anders und 2020 erst recht. Wobei in vier Jahren ist es ein Samstag und da können wir uns hier auf etwas Richtiges gefasst machen. Na dann, schönen Schaltjahr-Hochzeitstag. Von der sächsischen Eishockeymannschaft ist dieses Jahr ebenfalls ein ganz besonderes. Allerdings liegt das nicht am Schaltjahr. Die Einzelheiten jetzt im Sport von Almut Rudel. Guten Abend. Seit langem spielen die Krimmitschauer Eispiraten nun erstmals wieder in den Playoffs der deutschen Eishockeyliga 2. Können sich also in der Tabelle noch weiter nach vorne arbeiten. Das steht seit Beginn des Wochenendes fest und hebt natürlich die Stimmung im Stadion. Und damit kommen auch wieder mehr Zuschauer in den Sahnpark, wie wir bei der Partie gegen Ravensburg erleben konnten.
Selbst das Hausschwein von Colin Leitborg mit dem schönen Namen Stuart reihte sich ein zum Playoff-Tänzchen mit den Fans. 8 Jahre lang war Krimmenschau Playoff-freie Zone. Nun ist Westsachsen wieder mit von der Partie, wenn ab Freitag die schönste Zeit im Eishockeysport beginnt. 2600 Anhänger feiern ihr Team, das damit auch den Klassenerhalt sichern konnte. Ich glaube, wir haben die Fans glücklich gemacht und sind alle stolz, dass wir es geschafft haben. Und ich freue mich für die Jungs, ich freue mich für die Stadt, ich freue mich für den Verein und ich freue mich für alle hier. Ich bin jetzt seit 7 Jahren hier, jetzt das erste Mal die Pre-Playoffs geschafft. Die Mannschaft hat es in sich, wir können mehr erreichen. Vor 7 Jahren kehrte der Ur-Krimmenschauer André Schietzold in seine Heimat zurück. Der Kapitän gilt als einer der besten Verteidiger der Liga und er weiß, was in dieser Saison besser lief. Die Mannschaft hat einen wahnsinns Teamgeist. Wir haben so viele Verletzungen dieses Jahr überstanden. Wir sind dadurch, denke ich, auch ein bisschen näher gerückt, zusammengerückt. Jeder hat für jeden gekämpft und das war für mich dieses Jahr der Schlüssel zum Erfolg. Diese Tugenden zeigen die Eispiraten auch gegen Ravensburg. Sie schießen schöne Tore und führen nach 22 Minuten 4:1 gegen den Favoriten. In den letzten 6 Spielen hatten die Westsachsen immer gepunktet. Allerdings, Trainer Chris Lee kennt seine Jungs auch anders. Wie in dieser Saison schon häufig, offenbarten sie auch gegen Ravensburg urplötzlich erhebliche Schwächen. Die Gäste schossen 7 Tore hintereinander. Aus dem 4:1 wurde ein 4:8. Das Spiel war gelaufen. Am Ende stand es 6:10. Die Fans ließen sich von der Niederlage nicht beeindrucken. Sie und die Spieler haben für die Pre-Playoffs nur einen Wunsch. Am besten natürlich wäre für uns gegen Dresden. Da hätten wir dann mal volles Haus. Das wäre eine tolle Sache für die Fans auch. Und ja, wenn wir dann weiterkommen, natürlich umso schöner. Ja, Dresden würde schon besonders sein. Ein Derby für Pre-Playoffs und die erste Mal in 8 Jahren. Ich glaube, hier wird ganz schön viel Zuschauer sein. Aber egal, wer es ist, wir wollen uns weiterentwickeln und vielleicht eine Überraschung machen. Ein Derby wäre durchaus möglich, wenn Dresden und Krimmenschau auch nach dem letzten Spieltag der Hauptrunde am Dienstag die jetzigen Tabellenplätze behalten. Egal, gegen wen Krimmenschau ab Freitag antritt, das Hausschwein von Colin Leitburg mit dem schönen Namen Stuart soll den Eispiraten auch weiterhin Glück bringen. Schauen wir noch einmal auf die Tabelle, einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde. Die Dresdner Eislöwen sind derzeit auf Platz 7, Krimmenschau auf dem 10. Platz. Nach jetzigem Stand würde es am Freitag also zur gewünschten Pre-Playoff-Paarung Dresden gegen Krimmenschau kommen. Aber wie gesagt, da ist ja noch ein Spieltag dazwischen. Klarheit dagegen herrscht bei den Lausitzer Füchsen. Platz 11 bedeutet Abstiegsrunde und in dieser treten sie gegen die Heilbronner Falken an. Die DSC-Volleyballerinnen haben sich gestern vor 12.000 Zuschauern gegen den Pokalverteidiger aus Stuttgart durchgesetzt und sich in einem dramatischen Finale nach 6 Jahren Pause den Pokal wieder erkämpft. Am Mittwoch sind sie beim nächsten Punktspiel in Dresden zu erleben. Doch 2 von den Spielerinnen mischten sich schon heute mit der Trophäe unters Volk. Gewinner sind bekanntlich gefragte Menschen und so mussten heute die Fans der DSC-Schmetterlinge Schlange stehen, um den Pokal zu sehen. Außerdem nutzten viele Anhänger die Gelegenheit, sich Karten für das nächste Spiel zu besorgen und natürlich, um mit ihren Heldinnen persönlich ins Gespräch zu kommen, um noch einmal über den Pokalerfolg von Mannheim zu fachsimpeln. Unvergessen die Bilder vom Finale, der entscheidende Punkt im 5. Satz in der SAP-Arena, der den schwarz-roten Budenzauber so richtig beginnen ließ. Mit frisch gedruckten Siegerschutz wurde zuerst in der Kabine ausgelassen gefeiert, bis die Mädels nach 2010 zum 4. Mal in der Vereinsgeschichte wieder den DVV-Pokal in den Händen halten durften. Aus und vorbei, sang- und klanglos schieden die Handballdamen vom HC Leipzig gestern im Viertelfinale des europäischen Pokalwettbewerbs aus. Dabei schien die knappe Hinspielniederlage gegen den TuS Metzingen durchaus reparabel. Weil die Leipziger Halle am vergangenen Wochenende durch die deutsche Meisterschaft in der Leichtathletik belegt war, fand das Heimspiel der Leipzigerinnen diesmal in Dessau statt. Das soll aber nicht als Ausrede für die Niederlage herhalten. Und auch an den Fans hat es nicht gelegen.
Seit 6 Uhr auf den Beinen, seit 9 Uhr in der Halle, seitdem sind 16 HCL-Fans schwer am Schuften. Evi verteilt Klatschpappen. Falk und Erik hängen Werbebanner auf. Fuchsi und die anderen montieren digitale Werbebanden. Als würden sie die eigene gute Stube in einer fremden Wohnung einrichten. So etwa fühlt es sich an für die Fans, wenn ihr HCL ein Heimspiel hat, aber nicht in der heimischen Arena spielen kann. Ein riesiger Aufwand, unbezahlt. Warum machen die das? Weil wir bekloppt sind, so die inoffizielle Antwort. Weil wir Frauenhandball lieben, HCL insbesondere lieben. Und alles dafür tun, dass unser HCL die bestmöglichen Bedingungen hat. Sie haben das ihre getan und sogar ein bisschen mehr. Mit einer Choreografie, wie man sie vom Fußball kennt, begrüßen die Fans ihre Lieblinge. Doch irgendwie springt der Funke diesmal nicht über. Die Leipzigerinnen in Blau-Gelb wirken nervös, verkrampft, vergeben eine Reihe bester Möglichkeiten. Einzig Luisa Schulze erreicht im Angriff so etwas wie Normalform. Und so werden Glücksmomente wie dieser im Verlauf des Spiels immer seltener. Also an uns, denke ich mal, liegt es nicht. Aber irgendwie läuft es nicht. Auch in Halbzeit 2 nicht. Die Tussis, wie sich die Damen vom TuS Metzingen selbst nennen, zeigen sich weniger tussig als vielmehr biestig. Lassen dem HCL einfach keine Chance, gewinnen 27-25. Ja, ich denke, wir haben einfach in der entscheidenden Schlussphase die Big Points nicht gesetzt. Wir haben die Bälle zu einfach verloren vorne, haben das Tor nicht getroffen. Für Spielerinnen wie Fans schwer zu ertragen, wie die Tussis aus Metzingen dann durch ihr Wohnzimmer tanzen. Es ist halt einfach nur traurig, mit anzusehen oder sowas, dass es einfach nicht schaffen, den Bock mal umzustoßen und 60 Minuten Handball zu spielen. Und dieser Tag ist immer noch nicht zu Ende. Nach einer verkorksten Party fällt das Aufräumen bekanntlich noch viel schwerer. Es waren dramatische Szenen, die sich heute an der griechisch-mazedonischen Grenze abgespielt haben, wo hunderte Flüchtlinge versucht hatten, einen Grenzzaun zu durchbrechen. Mehr dazu jetzt gleich im Anschluss bei MDR Aktuell. Vorher aber hat Susanne Langhans noch die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Haben Sie noch einen schönen Abend, liebe Zuschauer. Tschüss.